Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir, wie da schon steht, Deadfall Adventures. Ja, ich habe mir das Spiel jetzt rausgesucht, beziehungsweise hatte ich das schon eine Weile lang auf der Liste. Weil ich suche ja unbedingt nach sowas, ja, Alan Wake-eskes, sag ich mal. Bis das Remedy sich irgendwann dazu entscheidet, endlich einen zweiten zu machen. Also einen wirklichen zweiten. Abenteuer, Mehrspieler, Überlebenskampf? Nee. Abenteuer, hä? Ein neues Abenteuer beginnen. Standard, ich kann mir noch Waffen aussuchen. Die Sache ist hierbei, ich habe keine Ahnung, um was es hier geht. Und ich habe keine Ahnung, was die Story ist, etc. Ich habe nur einmal kurz da mir dieses auf Steam dieses Video angeguckt. Bla bla bla. Und unten stand halt bei Alan Wake, Spiele, die sind wie Alan Wake. Hast du nicht gesehen? Was nehme ich denn? Ich nehme jetzt. Ich nehme den hier. Das ist jetzt meine Standardwaffe. Normal, kampfschwierig, ja, machen wir alles normal, so wie, also normal bei uns. Wir spielen ja immer alles auf normal, damit es halt nicht zu schwierig ist. Verehrter Leser, zunächst einmal muss ich mich für meinen unverblümten Schreibstil entschuldigen. Als Grund kann ich lediglich vorbringen, dass mir das Gewehr näher ist als die Feder. Ich bin Übertreibungen zuweilen nicht abgeneigt, aber so unglaublich die folgende Geschichte auch scheinen mag, sie ist mir genauso in Erinnerung geblieben. Denn ich habe am eigenen Leib erfahren, dass alle Dinge ewig leben. Nur schlafen sie zuweilen und geraten in Vergessenheit. Aha. Ein großer Name kann eine noch viel größere Last sein. Und mein besonderes Talent, Schwierigkeiten anzuziehen, hatte gerade wieder zugeschlagen. Noch etwas, das ich anscheinend von meinem berühmten Vorfahren geerbt habe. Wirklich ein perfekter Tag für das Treffen mit Ihrem ehemaligen Kollegen. Ich bezweifle stark, dass hier je ein Tag ohne Sandsturm vergeht. Und er hätte bestimmt etwas gegen das Wort Kollege. Damals war ich noch kein Field Agent, sondern nur Intel. Die nervende Stimme der Bürokratie, wie er es gern nannte. Ich bin in jedem Fall sicher, das Treffen ist den Aufwand wert. Sie liegen nur sehr selten falsch, Professor. Aber heute könnte einer dieser Tage sein. Aha. Hey, stopp! Wer bin ich denn gleich? Bin ich die Frau? Der bin ich. Ah, das ist bestimmt der Erzähler, also von gerade eben. Dr. Jones ist mein Name. Dr. Indiana Jones. Solltest du deine Fahrer etwas sorgfältiger aussuchen? Professor, darf ich vorstellen? James Lee Quatermain. Quatermain, echt? Hammer. Hört sich an wie so ein Desperado, so ein Wildwestern-Typi. So viele Bücher. Ich dachte, du bist eher der Zeitschriftentyp. Das ist aber auch relativ schick gemacht alles, ne? Sie haben einen weiten Weg hinter sich. Ich vermute, der Kompass meines Urgroßvaters ist nicht bloß für Ihre persönliche Sammlung. Korrekt. Er ist von größter Bedeutung für unsere Mission und somit das Schicksal unseres Landes. Klingt wichtig. Ich glaube, der Preis ist gerade gestiegen. Aber was noch wichtiger ist, ich möchte, dass Sie sich uns anschließen, Mr. Quatermain. Hören Sie, Professor, ich habe mich bei ein paar alten Freunden ein wenig über Ihre Behörde informiert. Boah, die Synchronstimme. Und ich habe wirklich kein Interesse an dem mythologischen Unfug, den Sie untersuchen. Wer ist das noch? Also, dass ich... Ich habe mich auch informiert, Mr. Quatermain. Über Sie... Ein notorischer Spieler wie Sie kann immer etwas Geld brauchen. Und Agent Goodwin könnte jemanden mit Erfahrung brauchen, der ihr den Rücken frei hält. Der ja, Booty Shot, ey. Das gehörte Ihrem Urgroßvater. Sie werden es brauchen. Alan Quatermain.
Das wird nicht billig. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Ah, fuck. Ach, was soll's. Lassen Sie mich nur zu Ende frühstücken. Ach, wen spricht der normalerweise sonst? Ist auch so eine Standard-Synchronsprecherstimme für irgendeinen bekannten Schauspieler. Mein Urgroßvater, Alan Quarter. Kann ich jetzt schon gucken oder sein so? Sein Name, ja, steht für Abenteuer und ist meine Haupteinnahmequelle. Viele Leute zahlen gut dafür, dass sie später sagen, dass sie mit einem Quartermain gereist. Und ich machte alles, wenn der Preis stimmte. Sogar Babysitter-Spielen für eine Grünschnabelagentin. Unser Informant bei den Nazis hat uns berichtet, dass sie versucht haben, in den Tempel zu gelangen. Aber das Tor zum inneren Heiligtum nicht öffnen konnten. Sie sind weg, aber aha, sie sind wieder. Ja, ja. Wir müssen das schaffen, woran sie gescheitert sind. Denk an unsere Abmachung. Ich bring dich nur rein und raus. Mehr nicht. Du bekommst dein Artefakt. Alles, was ich sonst noch finde... Klingt ja sehr heldenhaft. Klingt wie jemand, der schon für Uncle Sam gearbeitet hat. Ja. Was, wenn das alles hier nur eine Falle ist? Sieht aber echt sehr geil aus, muss ich sagen, ne? Wir haben schon seit Monaten verlässliche Informationen. Wir können ihm trauen. Klar, wenn du das sagst. Aber wir müssen vorsichtig sein. Du erinnerst dich doch sicher noch an meinen Fahrer. Den Araber, der meine Tasche klauen wollte. Er gehört einem Stamm von Dieben an. Die glauben, die Reichtümer des alten Ägypten plündern zu dürfen. Okay. Dabei ist das doch eindeutig Onkel Sams Aufgabe. Das sieht schon... Okay, ich habe keine, um dich zu bewegen. Ja, ist okay. Kann ich auch Third-Person-Sicht machen? Oder... Okay, ich laufe... Ich kann... Kann ich rennen irgendwie? Ah, okay, wenn ich den Stick gedrückt halte, renne ich. Bis, dass ich den wieder nochmal drücke. Okay. Das sieht aber schon sehr geil aus, muss ich sagen, ne? Dafür, dass es so relativ ein älteres Spiel ist. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Also wir spielen auf jeden Fall, ja, der Wagen, der kündigt das auch so ein bisschen an. Das ist anscheinend so wirklich Indiana Jones mäßig angehaucht. 40er Jahre. Und wir sind halt so anscheinend der, ja, Söldner, Archäologe, Hard-Edge-Typ, der natürlich auf die Puppe vorhin die direkt erstmal abgecheckt hat. Und, ah, ich kann noch springen, okay. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Sachen nehmen vielleicht oder so? Nee. Die Schaufel, der einen überbraten. Kann ich... Du hast noch keine Schatzkarte. Okay, also Select drücken, Start drücken, springen. Kann ich auf die Kiste springen? Nein, geht nicht. So kann man nicht springen. Das ist unmöglich. Ist auch nicht... Okay, also... Wir gehen rein, holen, weshalb wir gekommen sind und verschwinden. Hört sich gut an. Jupp. Ah, fuck, man, wovon... Also, ich finde auf jeden Fall schon mal gut, dass sie so hochkarätige Synchronsprecher haben. Es mag jetzt vielleicht nicht ganz Lip-Sync sein, aber... Vorsicht! Ja, warum? R gedrückt... Um zu ducken. So, jetzt fällt das auf mich drauf und ich bin tot. Kommst du mit, Puppi? Gefällt mir auf jeden Fall. Also ich finde, jetzt schon finde ich es ziemlich geil, muss ich sagen. Vielleicht unter Umständen. Aber ist auch von THQ Nordic, ne? Also die Leute, die Darksiders gemacht haben und damals für Dawn of War verantwortlich waren, etc. Das hört sich weniger gut an. Ah, guck mal. Wo schieße ich denn? Nein? Ja. Es geht, Junge. Ich bin Desperado. Ah, 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 ah. A drücken, um was für ein Ding zu machen? Wow. Okay.
Ah, da ist noch einer. Woher weiß ich denn, Ich brauche hier Hilfe. Wow. Oh, ich habe auch noch eine Schrotflinte. Die mag ich. Bam. So, Schrotflinten sind der Shit, Björn. Ich sehe gerade, dass ich dieses Spiel aber wahrscheinlich lieber... Also ich habe gedacht, das wäre ein Third-Person-Ding. So würde ich es wahrscheinlich lieber mit Maus spielen. Ja, dann ich lege mal den Controller zur Seite. Und wird dann... Wahrscheinlich ist dann Waffenwechseln ist dann auf dem... Genau, auf dem Mausrad. Was vollkommen okay ist. Springen ist dann auf der Leertaste. Laufen etc. kennt man. Na, okay. Also dadurch, dass es so Shooter-eske Züge hat, spiele ich das dann lieber. Und Reload ist wahrscheinlich auf R, genau, dachte ich mir. Mhm, also Standardbesetzung von den gesamten Tasten. Die wollen natürlich, dass ich da vorne reingehe, so, aber ich muss mich hier ein bisschen umsehen. Um sowas zum Beispiel zu finden. A drücken. Ich meine mal, das ist E jetzt, genau. Schätze eingesammelt. Was ist das denn? Dank der ungewöhnlichen Eigenschaften des atlantischen Goldes beeinflussen die Schätze Quartermans Fähigkeiten und können verwendet werden, um seine Taschenlampe zu verbessern. Meine Taschenlampe verbessern. So, ich kann Schätze finden und die verbessern meine Fähigkeiten. Super. So, also ich mag es jetzt schon. Ich weiß, du glaubst an nichts von alledem. Aber was sich in diesem Tempel befindet, könnte das ändern. Okay. Begreifst du, was sich vielleicht im Heiligtum befindet? Ja, ich kann auch zoomen. Eines der mächtigsten Artefakte in der Geschichte der Menschheit. Ja? Das Herz von Atlantis. Ach so, ich habe gedacht, vielleicht die Bundeslade. Oh, der Speer des Triumphs. Was denn? Was? Da war gerade irgendwas. Ah, ich habe es weggedrückt. Ich kann Sachen öffnen. Kann ich alle Sachen öffnen? Dann muss ich nochmal zurückgehen. Wie? Was? Ich kann Sachen öffnen. Sachen öffnen ist geil. Weil dann sind da unter Umständen, sind da, ja, halt Zeug drin. Ah, Moment. Aber ich schau mal eben. Optionen. Dass ich das Spiel vielleicht ein bisschen... Hallo? Wo ist denn meine... Ah, da ist meine Einstellung. Videooption. Ich mache es mal ein bisschen heller, so für euch. Musiklautstärke mache ich ein bisschen runter. Geräuschlautstärke, Gesamtlautstärke lassen wir so. Aber Musiklautstärke mache ich ein bisschen runter. Und dann muss ich E drücken. Nee, halt, ich muss wahrscheinlich Enter. Nein, halt. Was muss ich denn machen, damit das... Du hast einige Änderungen vorgenommen, möchtest diese... Ich mach mal auf Enter. Alles klar. So. Damit es halt auch... Kann ich auch zuschlagen oder sowas? Ah, ich kann Sachen kaputt machen. Aha. Okay, das geht nicht. Wie verschwendet man am besten Munition? Aber sehr geil. Also, freut mich jetzt schon. So, finde ich auch irgendwann mal was. Irgendwas. Und wenn es, weiß ich nicht, MacGyvers Kaugummi ist. Oder. Also ist das so vorgesehen, dass ich irgendwann mal was finden kann, oder? Ah. Ja, das ist natürlich... Jetzt ist natürlich... Ich würde auch gerne wissen, was da vorne ist. Aber jetzt ist halt mein Sammeltrieb aktiviert worden. Mein Archie-Skill für Sammelei. So, dass ich mir jetzt erstmal angucken muss, ob hier vielleicht nicht noch irgendwo was liegt. Kann ich zum Beispiel diese Kisten öffnen? Nein.
Ah, guck mal, da ist auch noch eine Waffe. Aha. Aber die habe ich doch, ne? Also ich kann immer nur eine... Ah, ich kann entweder das oder das nehmen. Die finde ich aber nicht so geil. Ich muss sagen, da bin ich eher so ein Schrotflintentyp. Wenn ich ein Snipergewehr kriegen würde, würde ich halt ein Snipergewehr nehmen. Aber Schrotflinten gehen einfach eine ganze Menge mehr ab, weil da brauchst du meistens nur einen Schuss von und dann hat sich das mit allen Gegnern. Guck mal da. Genau deswegen wollte ich nämlich nochmal zurück. Silberne Schätze vom Weg des Lebens verbessern deine Gesundheit und Ausdauer und stellen... Siehst du mal! Da lohnt sich das doch direkt nochmal zurückgegangen zu sein. Jetzt würde ich ja gerne... Nee, halt. Wie crouch ich denn? Ich habe ein... Das lohnt sich ja direkt nochmal zurückgegangen zu sein. Hammer! Und hier und da... Da wird wahrscheinlich dann nichts mehr sein, obwohl ich es mir wahrscheinlich angucken könnte. Aber gehen wir mal davon aus. So, dann rushen wir jetzt mal eben nach vorne. Genug Zeit damit verschwendet. Aber jetzt ist schon mal direkt unser Leben etc. ist ein Stück höher. Ist ja schon mal geil. So, anscheinend kann ich auch nicht durchgehend rennen irgendwie, weil der bricht das Rennen nach einer Zeit irgendwie nach 10 Schritten oder so bricht er es ab. So, immer alles schön kaputt machen, das ist so der Zelda-Style mäßig. Ja, bevor wir jetzt einen Aufzug nehmen, Entschuldigung, dass ich ein bisschen komisch vielleicht manchmal rede, ich habe einen Hustenbonbon im Mund. Hab mir irgendwie ein bisschen den Hals verkühlt oder was auf dem Weg zur Arbeit in den letzten Tagen. Na komm, mach mal die Vase da. Dann halt so. Aha! Oh. Würdest du bitte den Aufzug in Gang setzen, Quartermain? Davon habe ich unendlich Munition. Das ist ja interessant. Ist ja interessant. Davon habe ich dann also unendlich Munition. Deshalb sollte ich auch meine Standardwaffe auswählen. Würdest du bitte den Aufzug? Ja, ja, ist ja gut. Ich bin Dingensbums Quartermain, ja. Ich weiß schon, was ich tue. Quartermain ist aber halt auch schon ein geiler Name. Immer noch skeptisch, wie ich sehe. Was hat es eigentlich mit dem Edelstein? Eine rothaarige. Miau. Träne der Isis. Den Legenden zufolge weinte die Göttin Isis eine Träne, als sie die Welt nach den verstreuten Überresten ihres Mannes Osiris absuchte. Mhm. Als sie... Okay, anders gefragt. Wozu brauchen wir den Stein? Wenn meine Nachforschungen stimmen, können wir mit der Träne der Isis das innere Heiligtum öffnen. Mhm. So... Na komm, Pippi. Kann ich die abknallen? Was passiert, wenn ich auf die schieße? Nix. Okay, alles klar. Was quietscht da so? Quietsch? Greift uns gleich irgendwas Quietschendes an? Ich höre auch irgendwas rascheln. Gibt's Schlangen hier drinne? Es hört sich an wie so eine, wie heißt das? Klapperschlange, Rattlesnake. Gut, hier ist nichts mehr. Mhm.
Hier sind anscheinend schon Leute vor uns gewesen, die sich halt ein bisschen was angeguckt haben, aber es scheint nicht allzu viel Gutes mit sich gebracht zu haben. Bereit, Quartermain? Ja. Dann überlasse ich dir die Ehre. Ach so, ja. Okay, danke. Die hat den Stein noch bei. Mhm. Der Edelstein ist der Schlüssel für das Tor. Ja, ja, dachte ich mir schon. Aber ich wollte auch trotzdem mal gucken, ob wir nicht vielleicht an irgendwas vorbeigelatscht sind. Also ich komme mir so ein bisschen auch vor wie bei die Mumie. Gehört in ein Museum. Ja, und der Finderlohn gehört auf mein Bankkonto. Ja, 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 oh nein! Ja, ja, oh nein. Oh, wie doof. Bums, 500 Jahre später, wir werden als Leichen gefunden. Viele hielten meinen Urgroßvater für einen verrückten Lügner mit seinen Geschichten über afrikanische Geister und alten Bestien in der Dunkelheit. Ich war einer von ihnen. Aber das Leben weiß einen oft eines Besseren zu belehren. Ja, was nun? Ah. Siehst du so richtig krasse Nazi-Uniformen auch, oder was? Ja. Keine weiteren Verluste leisten. Ja, ist wirklich so Indiana Jones-Style mäßig. Wir sind so gut wie am Ziel. Guten Morgen, Herr Quartermain. Immer eine Freude, einen Mann von so illustrer Abstammung zu treffen. Selbst unter solchen Umständen. Hm. Sehr gut. Genau, lass die Püppi in Ruhe. Die Rothaarige gehört mit mir. Ach ja, diese rothaarigen Wilden. Ach. Wo werden wir denn jetzt hingebracht? In die Kammer oder was? Und nun? Man hat mir meine Waffen gelassen oder was? Das wäre dumm. Nur Nein. Ein kurzer Ausflug zum Tempel, meinte sie. Rein und wieder raus. Kann ich die... Ich hätte gerne... Ich würde das da gerne auf... Ich habe keine Waffen, okay. Was aber auch Sinn macht. Mhm. Da rausgehen kannst du vergessen. Die Fackel kann ich leider nicht aufheben. Sie verbrennt mich aber auch lustigerweise nicht. Habe ich eine Karte? Wie lustig ist das denn? Was kann ich damit machen? Deadly. Mhm. Kann ich da auch blättern oder so? Also, Tutorial-mäßig ist ja bis jetzt nur laufen, schießen. Hallo? Kann ich die Lampe mitnehmen? Ne. Ja, ja, ist okay. Ist auf jeden Fall, ich mag das auf jeden Fall texturenmäßig und so mit den. Das ist richtig gut gemacht, alles hier. Oh, ich mag das. Wer kann mir sagen, wie der linke Gott mit dem Krokodilskopf heißt? Und ganz an der anderen Seite der mit dem Falkenkopf. Drücke, um das Notizbuch zu öffnen. Ja, ist natürlich blöd, dass ich jetzt... Was war das? Nein. Welches waren das nochmal? Achso, ich könnte irgendwas in dem Team sagen. Klar, für wenn man es... Scheiße, wo waren das? Ich weiß nicht mehr, wo ich dieses Notizbuch geöffnet habe gerade. Nein. Nein. Ich muss unter den... Kann ich den Controller einfach rausziehen? Oder bumm.
Gucken wir mal einfach. Optionen. Steuerungseinstellung, da muss ich hin. Gamepad User Interface deaktivieren. Ja. Ah, guck mal. Vorwärts, links, rechts springen. Was haben wir denn noch da? Benutzen, Rangliste, dann ist ja Blödsinn. B, aber es muss doch mehr geben. Springen. Hallo? Ja, das ist der Kompass. Das ist aber das Notepad. Ah, guck mal einer an. Nee, wie war das nochmal? Das sich näher angucken. Nee. Ach du heilige Scheiße. Dann vielleicht. Nee. So, wie soll ich da durch? Da sind drei Stück. Nicht auf die Schlangenfelder, kann das sein? Ich darf nicht die Schlangenfelder betreten, das ist das. Deswegen. Nicht auf die Schlangenfelder, nicht auf die Schlangenfelder. Okay, gut, habe ich. Und wie kann ich aber... Das ist, wenn ich da mit der Maus dann so und so... alles klar. Okay, ich finde langsam Dinge heraus. Okay, also ich kann mit der Maus, wenn ich das Mausrad gedrückt halte, kann ich dann in die dementsprechenden Richtungen drücken und dann, kann ich halt andere Seiten auch auswählen.